Ja, damit herzlich willkommen zur 197. Montagsdemo. Heute hier vor dem Bahnhof am 11.11. Deswegen ist das Motto der heutigen Demo auch: Keine Narrenfreiheit für die Bahn. Mein Name ist Matthias von Hermann von den Parkschützern. An der Nummer 197 der heutigen Montagsdemo merken Sie, die 200. rückt näher. Es gibt Flyer und seit heute gibt es auch Plakate, große Querplakate an der Mainlatte, auf dem Parkschütze-Infostand hinten bei der Bushaltestelle. Holen Sie sich Flyer, holen Sie sich Plakate, machen Sie Werbung für die 200. Montagsdemo in wenigen Wochen am 2.12. Beginnen wir heute mit einem Rückblick auf die letzte Woche, vor allem auf zwei wichtige Prozesse vor Gericht gegen Stuttgart 21 Gegner. Fangen wir mal an mit dem Button-Prozess Müller versus Müller. Sie haben es vielleicht bei Abdes Aufstand gelesen oder in den Medien. Einer unserer Mitstreiter hatte einen Button getragen, auf dem ein Böblinger Polizist mit Glatze zu sehen ist, der am 30.09. viel Gebrauch von seinem Schlagstock gemacht hat. Sie kennen den Beamten sicher aus der Zeitung und aus dem Fernsehen. Für das Tragen dieses Buttons zusammen mit einer Aufschrift auf dem Button verhängte das Amtsgericht schon vor einem Jahr eine Strafe von 500 Euro. Und zwar, weil der Polizist mit Glatze sich durch den Button beleidigt sah und weil er sein Recht am eigenen Bild verletzt sah. Im Übrigen, nachdem Vorgesetzte ihn darauf aufmerksam gemacht hatten, dass er dagegen klagen könne. Am Freitag nun, jetzt am vergangenen Freitag, war Berufungsverhandlung vor dem Landgericht, weil unser Müller es nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass er keinen Button tragen darf mit dem anderen Müller drauf. Bislang allerdings ohne Ergebnis, Fortsetzung dieses Verfahrens am 29. November. Und dieser Fall ist so dermaßen grotesk, so verrückt, dass die Medien wirklich Interesse daran gezeigt haben, darüber berichtet haben. Das zeigt, dass wir mit solchen grotesken Prozessen doch wenigstens in den Medien Gehör finden. Kommen wir zu einem zweiten Prozess, von dem heute die Rede sein soll, auch in der ersten Rede. Er fand heute sein Ende vor dem Amtsgericht. Sechs Parkschützer standen heute vor dem Amtsgericht, denn sie hatten im März 2012, also vor eineinhalb Jahren, das Dach des Südflügels besetzt, als die Bahn dieses denkmalgeschützte Gebäude, den Südflügel, abreißen ließ. Auf dem Banner der Parkschützer stand damals: Alles zerstört, nichts gewonnen, total versagt, Ramsauer und Co. Die Begründung für diese Aktion damals, vor anderthalb Jahren, war und ist bis heute die folgende: Die Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 ist geringer als die des heutigen Kopfbahnhofs. Im März stand der Stresstest in der Kritik bei der Aktion und heute wissen wir, dass sogar in den Planfeststellungsunterlagen die geringere Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 festgeschrieben steht. Die Bahn hat also von Anfang an alle Projektbeteiligten, auch Stadt und Land, bezüglich der Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 belogen. Sie hat von Leistungssteigerung gesprochen, aber Leistungsrückbau gemeint. Ihre Worte standen auf dem Kopf, sie stehen bis heute auf dem Kopf. Ein Skandal und eine gute Begründung für das Bürgerbegehren Leistungsrückbau S21, das zusammen mit Storno 21 seit drei Wochen läuft. Zu diesen beiden Bürgerbegehren im Laufe der Demo noch mehr. Jetzt einmal erst Nina Picasso mit einem kurzen Bericht vom Prozess gegen diese mutigen Parkschützer, die vor eineinhalb Jahren das Dach des Südflügels besetzt haben. Nina Picasso war eine von ihnen. Bitte schön.